Professionelle Ballerinas verraten ihre Diätgeheimnisse, um schlank zu bleiben. Professionelle Ballerinas sind das Inbild von Grazie und Schönheit. Man könnte meinen, dass sie natürlich so schlank sind. Jedoch schreibt die Welt des klassischen Balletts viele Richtlinien und strenge Regeln vor. Sie wenden sogar eine spezielle Formel an, um das Gewicht einer Ballerina zu berechnen, das nicht mehr als 50 Kilogramm betragen darf. Sicher ist klar, dass eine Ballerina fit bleiben muss. Diese Anforderungen sind für das echte Leben ein bisschen zu strikt. Dennoch können die Ernährungsgewohnheiten von Ballerinas auch für alle außerhalb der Ballettwelt interessant sein. Und jeder, der einen Traumkörper haben will, kann tolle Ergebnisse erzielen. Sonnenseite präsentiert dir 10 großartige Ratschläge, wie du die perfekte Figur behältst. Willst du eine anmutige und feminine Figur haben, ohne dich einer verrückten Diät zu unterziehen? Dann bleib dran und verpasse diese Geheimtipps auf keinen Fall. 10. Verdünne deine Getränke. Sogar eine einfache Lösung wie das Verdünnen von Getränken kann dir zum Wunschgewicht verhelfen. Verdünne dein Lieblingsgetränk, zum Beispiel Milch, mit Wasser. Gib einen Eiswürfel in ein Glas Milch und du wirst von der Wirkung überrascht sein. Wie funktioniert dieser einfache Trick? Durch das Verdünnen hat das Getränk einen niedrigeren Fettgehalt und du wirst dich nicht aufgeblasen fühlen. Dieses Geheimnis trifft auch auf zuckerhaltige Getränke zu. Diese vermischst du am besten mit reinem Wasser. Das reduziert die Anzahl der Kalorien, jedoch nur dann, wenn die Portion noch dieselbe bleibt. 9. Verbiete dir nicht deine Lieblingsmahlzeiten. Gute Neuigkeiten für alle Junkfood-Liebhaber. Du musst dir deine Lieblingsmahlzeiten nicht komplett aus dem Kopf schlagen. Wir empfehlen dir, einfach gesamt weniger Junkfood zu essen und zudem eine gesunde Beilage auszuwählen. Keine Sorge, gleich erfährst du, was damit gemeint ist. Wenn du dich beispielsweise nach einem Hamburger sehnst, dann solltest du ihn mit viel Salat anstatt mit Pommes essen. Ein originaler Hamburger besteht aus Rindfleisch, etwas Essiggurken, Zwiebelringen, einer Käsescheibe und anderen nicht so ungesunden Lebensmitteln. Iss einen Salat als Beilage und mach dir keine Sorgen wegen den Extrakalorien. Dieses einfache Prinzip ist auf alle anderen Speisen anwendbar. Suche das Gleichgewicht, damit deine gesamte Mahlzeit nicht nur aus Junkfood besteht, aber immer noch lecker schmeckt. 8. Entscheide dich für japanische und chinesische Gerichte. Liebhaber der japanischen und chinesischen Küche können ebenfalls erleichtert aufatmen. Diese Gerichte tun der Figur nichts Schlechtes, denn diese Speisen enthalten keine zusätzlichen Fette und Konservierungsstoffe, da sie aus frischen Zutaten wie Gemüse, Pilzen, Meeresfrüchten, Algen und Fleisch zubereitet werden. Wenn man diese leckeren Gerichte mit Stäbchen isst, wird man außerdem schneller satt. Erweitere deinen Speiseplan und integriere einige ungewöhnliche Gerichte aus Japan und China. Du wirst die Einfachheit und den exotischen Geschmack genießen. 7. Die Regel für richtiges Wasser trinken. Wasser spielt eine grundlegende Rolle für die Haut und eine schlanke Figur. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, mindestens 1,5 bis 2 Liter pro Tag zu trinken. An diesem Punkt vergessen aber viele das Kleingedruckte. Man sollte auch die richtige Zeit für das Wassertrinken beachten. Wann ist die richtige Zeit? Ballerinas trinken beim Essen oder gleich nach einer Mahlzeit kein Wasser. Denn Wasser könnte Magensäuren verdünnen, die normale Verdauung stören und andere gesundheitliche Nachteile mit sich bringen. Ernährungswissenschaftler empfehlen, dass man 30 Minuten vor und nach der Mahlzeit Wasser trinken soll. Davor bereitet es den Körper auf das Essen vor, während es dann nach dem Körper bei der Aufnahme aller Nährstoffe hilft. 6. Nimm dir kleinere Portionen. Viele denken, dass man nur durch eine radikale Ernährungsumstellung abnehmen kann. Vielleicht hebt es deine Laune, wenn du weißt, dass das nicht stimmt. Es gibt einfachere Wege, die Ernährung zu verändern.
Iss einfach die Hälfte, ohne deine Gewohnheiten zu verändern. Wahrscheinlich hast du schon einmal von einer Diät gehört, bei der man über den ganzen Tag verteilt mehrmals, aber kleinere Portionen und Snacks anstelle von ganzen Mahlzeiten essen soll. Das ist dasselbe Prinzip. Damit du dich an diese Veränderungen schnell gewöhnst, kannst du dir neues Geschirr besorgen. Tausche beispielsweise einen Teller durch eine große Tasse aus, in die eine gute Menge Nahrung reinpasst. Das bedeutet nicht, dass du tagelang nur Junkfood essen, einfach immer nur die Hälfte und auf ein Wunder warten kannst. Ernähre dich gesund. Das ist für den ganzen Körper sowie dein Aussehen viel besser. 5. Verzichte nicht auf Kohlenhydrate. In vielen Ernährungsratgebern steht, dass man Kohlenhydrate vom Speiseplan streichen soll, um schneller fit zu werden. In Wirklichkeit gehört es zu den größten Fehlern, die man bei einer Diät machen kann. In Wahrheit sind Kohlenhydrate nämlich die wichtigste Energiequelle für den Körper. Sie halten dich bei Laune und sind sehr gut für das Herz. Außerdem machen sie länger satt, sodass man keine Lust auf ungesunde Snacks hat. Und du musst keine Angst haben, zuzunehmen. Kohlenhydrate steigern den Stoffwechsel sowie andere fettverbrennende Prozesse im Körper. Klingt beinahe unglaublich, oder? Ein Mangel an Kohlenhydraten kann nicht nur Abgeschlagenheit und Müdigkeit hervorrufen, sondern besonders bei Frauen zu ernsten Problemen führen. Verzichte also nicht auf Kohlenhydrate wie Hafer, Bananen, Süßkartoffeln, Orangen und mehr. Denn sie haben nur positive Auswirkungen auf den Körper. 4. Vermische nicht unterschiedliche Proteine. Worauf du ebenfalls achten solltest, sind Eiweißgruppen. Für eine funktionierende Verdauung solltest du darauf achten, dass du keine Mahlzeit, die verschiedene Eiweißgruppen enthält, zu dir nimmst. Hältst du dich an diese Regel, wirst du keine unangenehmen Blähungen, Bauchschmerzen und Übelkeit mehr haben. Es gibt jede Menge Darstellungen und Erklärungen der Proteingruppen im Internet. Von der Kombination von Fisch, Fleisch, Milchprodukten und Eiern ist abzuraten. Der zeitliche Abstand ist ebenfalls wichtig. In diesem Fall sollten mindestens 18 Stunden zwischen diesen Produkten liegen. Integriere diese Regel in deinen Alltag und du wirst überrascht sein, wie viel besser du dich fühlst. 3. Mayonnaise existiert nicht. Wenn du fit werden willst, musst du das Wort Mayonnaise vergessen. Vor allem, wenn du sie täglich oder wöchentlich zu dir nimmst, hat sie schlechte Auswirkungen. Mayonnaise solltest du von deinem Ernährungsplan streichen. Das Schlimmste dabei ist, dass sie ein sehr kalorienreiches Produkt ist, was auch nur langsam verdaut wird. Darin ist auch sehr viel Cholesterin und Natrium enthalten. Der beste Ersatz für Mayonnaise ist Olivenöl. Es ist viel gesünder, wenn du damit deinen Salat garnierst. Wenn du dich von der Mayonnaise nicht verabschieden kannst, gibt es noch weitere Alternativen. Mache dir selbst eine Mayonnaise oder vermische sie 1:1 mit einem fettarmen Joghurt. Versuche sie nach und nach von deinem Speiseplan zu streichen, das macht es einfacher. 2. Faste einmal alle 2 Wochen. Wenn Ballerinas in kurzer Zeit Gewicht verlieren wollen, haben sie Fastentage. Das klingt nach einer schnellen Methode zum Abnehmen. Aber denke daran, dass es nur einen Fastentag pro Woche geben darf. Es gibt je nach eigener Präferenz unterschiedliche Fastentage. Wenn du zu denen gehörst, die Tomatensaft lieben, kannst du dir den folgenden Plan vornehmen. Zum Frühstück ein Glas Saft, zum Mittag 2 Gläser zusammen mit 2 Scheiben Roggenbrot und zum Abendessen nochmals ein Glas Tomatensaft. Das mag etwas schwierig und streng erscheinen, aber die Resultate sind es wert. Tomatensaft eignet sich hervorragend, um eine schlanke Taille zu bekommen und wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit aus. 1. Denke positiv. Auf dem Weg zu deiner Traumfigur und dem Wunschgewicht solltest du deinen Gemütszustand nicht unterschätzen. Du musst positiv denken, damit du dir realistische Ziele setzt und diese auch erreichst. Und das ist auch so, wenn du in Form bleiben willst. Sobald du die richtige Denkweise annimmst und dein Hauptziel realisierst, wird es viel einfacher sein, dich um deinen Körper zu sorgen und dein Ziel zu verfolgen. Höre auf deinen Körper und erhalte den Kontakt mit ihm.
Nur so findest du heraus, was bei dir funktioniert und was eine negative Auswirkung auf deinen Körper hat. Sei nicht zu streng mit dir selbst und behandle deinen Körper nicht wie einen Feind. Liebe und respektiere dich selbst und versuche immer das Beste. Alles ist möglich, wenn du hart daran arbeitest und Prioritäten setzt. Welchen Tipp würdest du gerne nachmachen? Vielleicht befolgst du den einen oder anderen Ratschlag bereits. Erzähle uns deine Meinung in den Kommentaren. Vergiss nicht, auf Like zu klicken und das Video mit deinen Freunden zu teilen. Abonniere unseren Kanal, um auf der Sonnenseite zu bleiben.